Die wachsen bestimmt auch noch gleich. Wir gucken mal ganz kurz nebenbei bei den Möhren, aber ich glaube, die können wir gerade nicht mitnehmen, genau. Da müssen wir uns nochmal gedulden, bis er sagt, wir kommen gleich nochmal wieder am besten. So, lass das Zeug erstmal zurückbringen und abgeben und zum Teil natürlich auch verfüttern. Und dann bin ich gespannt. Hier rennt wieder das Hühnchen rum, das ist in Ordnung. Und da haben wir noch ein Hühnchen. Mal die Schleimis freuen sich da fröhlich. Okay. Haben wir hier schon wieder was drin? Ja, guck mal, hier haben wir auch noch was drin. So, da sammeln wir mal auf, bis wir 20 haben. Dann bringen wir das jetzt, wie gesagt, erstmal weg. Kriegen ein bisschen Kohle dafür und dann werden wir nochmal neu auf Tour gehen. So, das hätten wir. Und das bitte auch noch verkaufen und das bitte auch nochmal. So, dann haben wir noch die Pogo Fruit. Die werden wir mal dann verfüttern. Alter, die sind getürmt. Nein. Komm ran hier. Wie viel Kohle haben wir? 314. Ich glaube, wir können uns das noch nicht leisten, dass wir die höheren Zäune dort erschaffen. Wobei wir einfach mal gucken. Ich glaube, wir brauchen 350 dafür. Genau, Higher Walls. Nee, wir müssen erstmal füttern. Das wäre schon mal eine wichtige Maßnahme. So, stürzt euch mal auf das Fressen drauf. So, die Schleims tun wir mal wieder zurückbringen. Hier hat man nochmal ein Kotbeutelchen, genauso wie hier. Den nehmen wir auch nochmal mit. So, das müsste es erstmal gewesen sein. Das Ding wird jetzt hier fleißig sammeln in der Zwischenzeit. Ich glaube, wir gehen aber lieber nochmal auf Tour, weil bis der dann hier fertig ist mit dem Sammeln, das dauert vielleicht noch. Auf jeden Fall scheißen die fröhlich vor sich hin. Okay. So, ich hoffe, das Ding sammelt halt, wie gesagt. Kann man hier irgendwas rausziehen? Nein. Okay, das haben wir jetzt gesammelt. Komm, dann bringen wir das nochmal weg. Ich würde ja gern... Ich hätte ja gern, dass es jetzt sofort sammelt oder dass man das irgendwie auf Knopfdruck machen kann. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Ja, das kriegen wir nicht hin. So, wir bringen mal ganz kurz die Schleims weg. Vielleicht, wenn wir wiederkommen. Und vielleicht reicht das ja schon. Drei Schleims haben wir. Oh, jetzt kriegen wir sogar 8 dafür. Ist ein bisschen teurer geworden. Interessant. So, die gehen wir ab. 338. Ein paar bräuchten wir noch. Also wir könnten uns das gleich leisten mit den höheren Wänden. Weil die hüpfen uns schon wieder gleich raus. Die sind so ein bisschen, ja, auf der Flucht, habe ich das Gefühl. Ach, guck mal hier. Nehmen wir die Schleimis nochmal mit. Jawohl. Und dann haben wir einen neuen Schleims. Und das könnte jetzt sogar reichen, dass wir dann die höheren Zäune dort uns leisten können. Hm, probieren wir mal. So, lass erstmal abgeben. Tatsache, die sind immer noch 8 wert. Interessant. So, jetzt haben wir 410. Jetzt können wir uns die höheren Zäune dort leisten. So, High Walls. Genau. Das werden wir uns mal kaufen. Und guck mal, dann können die nicht mehr ganz so leicht dort türmen. Was werden wir denn als nächstes haben? Music Box. Okay, the Music Box plays a... Was? Soothing Tune that greatly reduces slime agitation. Ach so. Auch interessant. Dann werden die ruhiger. Schön. Dann hüpfen die wahrscheinlich nicht mal so übereinander. Dann ist es ganz, das Ganze etwas entspannter. Na gut, wir behalten das im Auge. Wir werfen den hier nochmal zurück. Den lassen wir mal dort. Sollte schon passen. Aber die machen nichts miteinander. Nee, okay. So, na dann. Machen wir uns erstmal wieder auf Tour. Besser gesagt, wir können das Hühnchen auch nochmal dort reinwerfen. Und ich glaube, hier hinten war auch noch eins, oder? War hier nicht noch ein zweites Hühnchen? Ja, guck mal da. Da haben wir noch ein Hühnchen. Guck mal, da werfen wir das hier auch nochmal rein. Jawohl, da stürzen die sich mal direkt da drauf. Und müssten da auch ein bisschen Schleim hinterlassen haben. Jawohl, der wird dann eingesammelt durch die Maschine. Kriegen wir alles hin. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Schleim. Und wir bräuchten wahrscheinlich auch mal ein zweites Gehege. Das würde sich bestimmt bezahlt machen. So, aber erstmal gehen wir wieder auf Tour und versuchen hier nochmal ein bisschen zu erkunden. Ach stimmt, hier die Karotten wollten wir nochmal mitnehmen. Das müssen wir auch schnell machen, bevor die aufgefressen werden. Jawohl. So, die Schleims können wir da lassen. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, den Kot hier sammeln wir nochmal mit ein. Hier ist erstmal nichts weiter gewachsen. Okay, dann lassen wir das. Ich hätte hier einfach mal die ganze Zeit drauf. Also irgendwas kommt uns schon hier vor die Linse. Guck mal, nochmal ein paar Karotten. Die nehmen wir auch nochmal mit. Jawohl. So, wunderbar. Und haben wir hier noch mehr? Ne, ich glaube, das war's erstmal. Gut, dann lassen wir die Schleims hier. Und bringen nochmal die Karotten zurück. Also man ist so immer versucht, so hin und her zu rennen. Und ja,
Aber beim nächsten Mal laufen wir doch mal ein Stückchen weiter, dass wir noch mal ein bisschen was erkundigen können. So, lass die Karotten erstmal hier, dass die fröhlich fressen können. Und, komm mal, die Schleimblubs lassen wir auch hier. Die müssen wir jetzt mal ignorieren, dass wir die jetzt nicht jedes Mal aufsammeln. Ah, die gehen wir hier nochmal ab. Jawohl. So, bringt nochmal 8 Credits pro Teil, das ist ganz nett. Kommen wir hier eigentlich auch irgendwie rein? Ich weiß es nicht. Lass mal einmal rumlaufen und einfach mal anschauen. Das wird bestimmt auch noch irgendeine Bewandtnis haben, das Ding hier. Einsammeln können wir hier auf jeden Fall nichts. E to activate, okay. Was ist das? Starmail, sleep until morning, return to ranch. Was ist Starmail? Welcome to the far, far ranch. Ah, okay, so ein kleiner Willkommensbrief. Könnt ihr euch ja durchlesen, wenn ihr wollt. Mein Englisch ist nicht so bombastisch, wie ihr es vielleicht schon rausgehört habt. So, deswegen würde ich das mal sein lassen. Nicht, dass ihr noch Ohrenkrebs oder sowas kriegt. So, na denn, denke ich mal, machen wir uns jetzt wieder auf eine etwas größere Tour und schauen mal, was man da Neues finden. Vor allem müssen wir ja ein bisschen Essen rankarren, dass die ordentlich sich vermehren können, bis sie halt ordentlich scheißen können. Ja, das lassen wir mal hier liegen. Hier ist, glaube ich, noch nichts Neues runtergefallen. Nein. Und dann schauen wir mal. Guck mal, hier Karotten habe ich doch glatt in meinem Augenwinkel hier rumliegen sehen. Die werden wir mitnehmen. Also alles essbar nehmen wir jetzt vor allem mit, dass wir die zuschütten können damit. So, die Schleimbeutel lassen wir hier liegen. Ja, es ist so verlockend, die hier mitzunehmen. Und es gibt schließlich 8 pro Teil. Komm, ach komm, die nehmen wir mit. Dann nehmen wir die hier aber auch mit. Wenn schon, denn schon. So, die anderen lassen wir hier. Nein, das waren die falschen. Scheiße. Ich wollte die über den Jordan schicken. Naja, egal. Finden wir schon noch genug davon. Gut. So, wir gehen jetzt aber nicht extra auf die Suche. Wir gehen jetzt nur auf die Suche nach Essen. Wo geht's denn hier hin? Okay. Ich glaube, hier waren wir. Waren wir hier schon mal? Ich glaube, hier waren wir. Doch, hier waren wir schon. Hier haben wir das Katzenvieh hier bekommen. Ich überlege, ob wir das halt nochmal mitnehmen. Da haben wir halt 2 davon. Okay, jetzt haben wir sogar 3 dann insgesamt. So, die Teile nehmen wir mit. Wir müssen auf jeden Fall ein neues Gehege bauen, wo wir dann diese Katzenviecher unterbringen können. Guck mal, da ist noch so ein Katzenvieh. So, das hätten wir auch. Und so eine Pogo-Früchte haben wir auch gesammelt. Das ist wunderbar. Alter. Die verletzen uns. Guck mal, wir haben nur noch 70 Leben. Ich hoffe, das regeneriert irgendwann mal. Ja, tut's auch. Jetzt haben wir 80 Leben. Sieht schon besser aus. Gut. Na dann, gehen wir mal wieder hier auf die Suche. Ich glaube, hier waren wir jetzt vorhin schon gerade, genau. Hier sind wir, glaube ich, bei diesem Abhang, wo wir eigentlich auch mal da hinten hingehen müssten und mal herausfinden, was dort so sich versteckt. Machen wir natürlich alles nach und nach. Was sind das denn? Oh. Die Musik klingt schon mal gefährlicher. Ich glaube, die sind gefährlich. Die jagen uns auch, kann das sein? Guck mal, was machen die mit dem blauen Schleim? Alter, der hat den gefressen. Jungs, was soll das denn? Wir laufen mal dran vorbei. Können wir das aufsammeln? Ich weiß es nicht. Schneller laufen. Guck mal, da gibt es Möhren. Die nehmen wir mal so im Vorbeigehen mit. Hier an das Construction. Alter, hier gibt es ganz viele böse Viecher. Das ist natürlich uncool. Was haben wir denn hier? Hier sind Hühnchen. Die können wir leider nicht mitnehmen. Boah. Der ist direkt hinter uns. Okay, da ist die Wasserstelle. Da waren wir auch schon, glaube ich. Die ganzen Hühnchen würde ich ja, wie gesagt, gern mitnehmen. Können wir aber nicht. Okay, ich glaube, das Ding verfolgt uns erstmal nicht mehr. So, ich überlege, ob wir diese Tubby-Slimes hier lassen. Dass wir lieber halt auf Futter gehen. Dass wir das hier mitnehmen. Uah, das ist wieder so ein Dicker, oder? Also ich glaube, wir werden gerade schon wieder gejagt. Ich sehe nur keinen. So, diese kleinen Hühnchen bräuchte man jetzt. Nicht diese großen. Weil man die großen natürlich besser sehen würde. Das wäre eigentlich auch nicht verkehrt, wenn wir die großen mitnehmen. Hier, der Baum ist auch noch nicht nachgewachsen, wie es aussieht. Guck mal, da oben ist eine riesen fette Brücke. Da kommen wir bestimmt auch irgendwann mal nochmal hin. Also ich glaube, die gefährlichen Viecher sind weg, kann das sein? Was ist das denn? Ich glaube, das ist ein Kotbeutel. Ah ja. Okay. Na gut.
So, wo geht's hier lang? Hier wollten wir uns ja auch schon mal lang trauen. So. Hier ist aber nichts weiter. Nee, das kann man nicht aufsammeln. Und da oben regnet es wieder von diesen Teilen. Okay, die kommen aus den Bäumchen rausgeschossen. So, wir schauen uns hier mal ganz vorsichtig um. Nehmen die Schleims mit. Haben gleich mal eine Verletzung kassiert. Okay. Und da ist schon wieder so ein gefährlicher. Können wir das hier mitnehmen? Nein, können wir nicht. Wir sind voll. Deswegen. Das... Nein, passt auch nicht mehr hier rein. Das kriegen wir auch nicht mit hier rein. Können wir hier lang, hinten lang laufen? Ja, können wir. Ich würde gerne die kleinen Hühnchen mal wegwerfen. Die sehe ich doch nie im Leben bei dieser Geschwindigkeit, wenn wir hier lang laufen müssen. Lass mal die Hühnchen wegwerfen. So, da haben wir nämlich einen Slot frei. Da können wir nochmal was anderes einsammeln. Wir sträuchen hier nochmal lang. Guck mal, da haben wir nochmal irgendwie was gehabt. Kühlberry. Das ist eine Art Erdbeere, glaube ich. So sieht es danach aus. Irgendwie viereckig kann das sein oder dreieckig. Jetzt haben wir natürlich die Erdbeere dort gesammelt und können wieder nicht diese Schleims hier aufsammeln. Die würde ich ja gerne mal testen wollen. So, wir müssen mal uns geschickt hier entlang schlängeln. Ich glaube, wir müssen hier nochmal vorbeikommen. Aber wir müssen erstmal das andere Zeug jetzt abwerfen zu Hause. Und vielleicht erstmal wieder Kohle generieren, dass wir darüber dann noch ein zweites Gehege uns leisten können. So, ich glaube, hier ist es nicht. Genau, wir müssen hier lang. Ich bin gespannt, was man hier noch alles machen kann. Also es sieht schon mal sehr interessant aus, auch dass sich diese Schleims irgendwie paaren können. Und dann werden da andere Schleims draus. Dann bin ich mal gespannt, wie wir das anstellen können. Ob wir das mit diesen Schleims, die wir zu Hause haben, auch können. Ich weiß es nicht. Werden wir aber einfach mal testen dann. Aber hier kam doch gerade noch was raus. Okay, das war nur so einer. Und was haben wir hier? Können wir hier drauf? Nein. Oder doch? Doch, wir können hier drauf. Aber ich glaube, das war's auch. Mehr können wir hier nicht machen, oder? Genau. Na, macht auch nichts. Wir sind sowieso fast voll eigentlich. Von daher passt schon. So, ich glaube, hier müssen wir lang. Genau, da sieht man verdächtig danach aus. Der Baum ist so mein Orientierungspunkt. So, dann können wir hier nochmal nach den Karotten schauen, wie es aussieht. Aber ich glaube, die wachsen nur einmal am Tag, oder? Oder guck mal, da stecken noch welche drin. Ich sehe es doch. Aber die sind noch zu klein. So, und hier ist auch noch nichts weiter dran. Nee, leider nicht. Na gut, da kommen wir später bestimmt nochmal vorbei. Schauen wir mal. Und wir machen uns erstmal auf den Rückweg nach Hause und werfen das hier alles mal ab. Und dann hoffe ich mal, dass wir genug Kohle haben, dass wir uns ein bisschen was leisten können. So, lass sie erstmal hier reinwerfen. Alter, haben wir... Da ist auch schon so ein großes Vieh. Was ist das denn? Wo kommt das denn her? Ich glaube, warte mal, das ist eine Mischung, oder? Tatsache, die mischen sich. Die fressen jetzt ihren eigenen Kot, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wir werfen ihnen das hier auf jeden Fall nochmal mit rein. Oh. Ja, und was machen wir jetzt mit dir, Junge? Das ist natürlich ungünstig. Warte mal, wir bringen dich mal hier rein. Das sollte passen. Wieso kommst du denn jetzt hier raus? Und die Teile sammeln wir hier mal ein. Okay. Geht nicht mehr ganz. Achso, wir sind voll, deswegen. Warte mal, dann bringen wir die erstmal weg. Und kassieren erstmal die Kohle dafür. Vielleicht müssen wir dann wirklich nochmal ein zweites Gehege machen, dass wir dann diese Großen auch irgendwo hinbringen können. Was ist das? Plot Peddler. Aha, okay. Haben wir irgendein Achievement bekommen. So, jetzt gehen wir hier nochmal auf Tour, dass wir das hier nochmal alles mitnehmen. Pink Slime können wir hier lassen, den brauchen wir nicht. Und guck mal, hier liegt auch noch ein bisschen was. Das ist sogar ein Tabby-Plot, wo auch immer der herkam. Und ich glaube, Tabby gibt es nicht mehr, oder? Kann das sein, dass Tabby weg ist? Ja, ich glaube, die haben sich gekreuzt irgendwie. Wieso auch immer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das so eine Mischung aus diesem Pink-Plot und diesem Tabby-Dingens. Interessant. Ah, das können wir halt nicht einsammeln. Ich bin mal gespannt, ob wir das irgendwann mal einsammeln können. Aber ich glaube nicht. Vielleicht dann hier mal irgendwas upgraden, dass wir eine größere Waffe noch bekommen. Schauen wir mal. Also erstmal bringen wir das hier nochmal weg. Den Tabby-Plot bringen wir auch nochmal weg. Da haben wir 300 insgesamt. So, jetzt gucken wir uns nochmal nach dem zweiten Gehege um. Vielleicht kriegen wir ja eins für 300. E zum Aktivieren. Okay, was können wir hier auswählen? A Happy Slime Mix for a Happy Ranger.
Garden. Ah, hier können wir selber Essen anbauen. Dann ist das natürlich auch interessant. Hm. Don't need it, burn it. Okay, hier können wir Sachen verbrennen oder so. Silo, you can... Was? You can't take it with you when you go, so put it in storage. Ah ja. Das ist... Ah, okay, ein Wasserbehälter. Ich würde sagen, wir... Was keeps chickens in their place prevents the uprising. Das könnten wir uns auch auf jeden Fall leisten. 250, das kostet glaube ich alles 250. Ne, das ist ein bisschen teurer. Okay, aber also die einfachen Sachen kosten 250. Und hier würde ich fast überlegen, ob wir hier nochmal so ein Schleimdingens machen. Das Problem ist, wir kriegen halt nicht genug Nahrung zusammen. Deswegen überlege ich, ob es nicht mit diesem Garten sinnvoller wäre. Ich glaube, wir holen uns mal den Garten. Die Frage ist, wie das funktioniert. Nochmal, wir haben ja noch diese Erdbeere hier. Wir werfen die mal dort rein. Okay, remaining harvest time. Das heißt, hier wachsen jetzt Erdbeeren dran, oder wie? Ich wusste gar nicht, dass es einen Erdbeerbaum gibt, aber scheinbar schon. Okay. So, und können wir das dann noch irgendwie nochmal erweitern? Okay, ja, können wir. Sprinkler können wir noch bauen. Nutrient Soil, was auch immer das ist. Können wir uns auch holen. Und, ja, noch allerhand andere Sachen. Was? Gerslime. Das Gerslime ist Stuffed Star Model designed to keep wandering slimes away from your corpse. Simple Part... Ah, okay. Wie eine Vogelscheuche sozusagen. Das heißt, wenn hier irgendwelche Schleimis ausspringen, werden die dann dadurch abgehalten, dort ans Essen ranzugehen. Das ist natürlich auch ganz nett. Ja, schauen wir mal. Erstmal würde ich denken, gehen wir wieder auf Tour und schauen mal, was uns dieses Mal erwarten wird. Und wir gehen vor allem nochmal da zurück, wo diese ganzen gegnerischen Mobs dort waren. Da werden wir uns nochmal intensiv umschauen. Ich glaube, Karotten haben wir hier noch nicht wieder neue, oder? Ne, selbst wenn, die können wir dann später immer noch holen. Hier sind auch welche, auf jeden Fall welche drin. Aber die sind auch noch nicht reif. Okay, da lassen wir sie auch noch sein. Gut, da laufen wir lieber erstmal ein Ründchen. So, was haben wir denn hier? Okay, hier gibt es wieder diese Schleimis, hier gibt es diese Vögelchen. Aber die sind mir zu klein, die sehen wir doch nie im Leben. Also wenn, dann nehmen wir diese großen Vögel mit, da haben wir mehr davon. So, das ignorieren wir alles. Guck mal hier, auf der anderen Seite gab es da auch noch mal interessante Sachen. Warte mal. Lass mal runterlernen. Hm. Das sind drei verschiedene Sorten auf jeden Fall erstmal hier. Vier sogar, glaube ich. Okay. Aber das lassen wir auch mal sein. Da unten ist auch nichts dran oder so. Das ignorieren wir mal. Wir laufen lieber hier nochmal den Weg entlang und vor allem zu dieser gefährlichen Stelle nochmal hin, wo diese ganzen Gegner halt waren. Dass wir uns dort nochmal in aller Ruhe umschauen können. So, der Baum ist der schon wieder neu bewachsen. Ja, guck mal, da an der Seite sehe ich ein bisschen was. Die werden wir mal kurz einsammeln. Und ich glaube, diese Teile nehmen wir auf jeden Fall mal mit, weil die können wir ja verkaufen. Das sind fremdartig... Nein! Da war der schneller, Schweinerei. Und die großen Hühner nehmen wir mal mit. Die sehen wir wenigstens. Hm. Gut. Ansonsten haben wir erstmal nichts weiter hier. Doch, dort hinten. Ich hoffe, wir sind schneller. Jawohl, haben wir bekommen. Ein Tabby-Plurt. Und hier die Früchtchen würde ich gerne auch nochmal mitnehmen. Und irgendwas haben wir zu viel. Ach Mist, nee, jetzt haben wir... Ach, das ist ja ärgerlich. Jetzt haben wir drei verschiedene Plurts schon wieder. Und eine Henne. Also können wir dort hinten wieder nichts mitnehmen. Aber trotzdem laufen wir mal ganz kurz dort lang. Also ich glaube, dort gibt es auch solche Plurts, wie wir jetzt hier gesammelt haben. Vielleicht kriegen wir die auch nochmal mit. Notfalls lassen wir die Hände halt doch nochmal frei. So, dann lassen wir schauen. Guck mal, hier gibt es auf jeden Fall noch weitere Hände. Die nehmen wir auch noch mit. Das da nehmen wir nochmal mit. Das können wir, glaube ich, auch machen. Was ist das denn? Den können wir nicht mitnehmen. Skandal. Wieso können wir denn den nicht mitnehmen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil das ein Männchen ist oder so. Hm. Der scheint uns nicht wohlgesonnen zu sein. Auf jeden Fall ist hier diese Kampfmusik. Okay, wir ignorieren den mal. Und gucken uns hier lieber nochmal ein bisschen um. Da haben wir, glaube ich, mehr davon. So, den Dingens können wir nochmal mitnehmen. Den Schleimi. Achso, vielleicht auch wegen dem Gegner hier. Das kann natürlich auch sein. Gut. So, hier ist erstmal nichts weiter sonst. Das Ding scheint dort irgendwas zu beschützen. Ich weiß nur nicht was. Okay, the tar. Zeus are for... Okay, der will uns fressen. Moment. Ravens, Rainbows, was? Kann es nicht zuordnen.
Okay, auf jeden Fall sollten wir auf jeden Fall erstmal verschwinden hier. So, wo geht's denn da lang? Da können wir bestimmt auch mal drauf springen zumindest. Hm, ja, könnten wir irgendwie runterkommen. Die Frage ist, wollen wir das? Ich glaube eher nicht. Also ich habe eher die Befürchtung, dass wir dann nicht wieder zurückkommen. Also ein bisschen illern kann man ja mal. Ne, wir lassen das erstmal. Das machen wir dann auch mal bei Gelegenheit. Und was wir auf jeden Fall hier noch machen, ist das Ding nochmal mitnehmen. Jawohl. Da sind schon wieder so viele Gegner. Ich glaube, die kommen vor allem bei Nacht, habe ich das Gefühl. Also immer, wenn es dunkel ist. Guck mal, da wurde der gefressen. Schweinerei. Und hier können wir noch mitnehmen. Ah, können wir nicht. Schade. Warte mal, irgendwas müssen wir hier lassen. Lassen wir mal diesen Phosphor-Blob da. Den brauchen wir nicht. Und stattdessen will ich hier oben nochmal das Zeug einsammeln, wenn die uns jetzt nicht gleich selber fressen. So, komm nochmal mit hier. Oh, scheiße. Die wollen uns hier fressen. Aber ich will die Früchte gerne noch haben. Scheiße. Weg, 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 weg. Hm. Wir haben nur noch 60 Leben. Gut, sollte passen. Wir sind auf der Flucht an dem vorbei. Und das ignorieren wir mal alles. Jawohl. Alter, sind das viele vor allem. Hm. So, schnell wieder nach Hause. Ja, und da unten will ich eigentlich auch nochmal lang. Das machen wir dann bei der nächsten Tour. So, seid ihr schon reif? Ich glaube noch nicht, ihr braucht noch ein bisschen. Genau, schade. Dann beim nächsten Mal vielleicht. So, Pink Plot hat man auf jeden Fall gesammelt. Guck mal, da können wir die ja auch noch mitnehmen. Gut, was haben wir denn noch hier? Hier müssten ja bestimmt noch welche sein. Ich will vor allem noch ein bisschen die Zeit hier hinstrecken, dass wir dort vielleicht nochmal vorbeikommen. Wenn die wieder reif sind. So, wir laufen mal kurz hier runter, in der Hoffnung, dass da noch ein bisschen sich was versteckt an Plurts. Tabby Plurt oder Pink Plurt wäre ganz praktisch. So, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Jawohl. Und hier bitte auch nochmal. Und gibt es hier auch nochmal was? Nein, leider nicht. Gut. Schade eigentlich. Na denn. Aber ein Bäumchen haben sie hier noch. Aber die sind auch noch nicht reif. Ne, die brauchen auch noch ein bisschen was. Schade. Na gut, dann würde ich denken, machen wir uns mal auf den Weg. Gucken oben nochmal das Bäumchen an. Vielleicht ist das ja inzwischen reif geworden. Und dann denke ich aber... Oh, guck mal. Ja, die fressen hier schon fleißig. Hm. Aber wir haben leider nichts bekommen. Aber dafür kacken die hier fröhlich vor sich hin. Dann nehmen wir natürlich das zu weit mit. Hm. So, sollte passen. Und lassen wir mal durch hier. Gut. Ach, guck mal hier. Die Früchte sind reif. Können wir die jetzt vielleicht von hier oben mitnehmen? Tatsache, guck mal, das klappt. Also können wir die doch mitnehmen, wenn die dort oben reif sind. Da waren die vorhin nur noch nicht so weit. Okay, das wollte ich gerade aussammeln. Das haben wir leider nicht bekommen.